Eine Farbpalette erstellen. Farbpalettendateien vom Benutzer erstellt. Dieses Video zeigt, wie eine Farbpalette für LibreOffice unter Windows 10 erstellt werden kann. Eine Anleitung und weitergehende Informationen finden Sie unter Farben und Farbpaletten. Farben sind in LibreOffice und Farbpaletten festgelegt. LibreOffice ist von Haus aus mit einer sogenannten Standardfarbpalette ausgestattet. Farbpaletten an Bord von LibreOffice. Farbpaletten sind als Dateien hinterlegt und haben die Endung SOC. Gemeinsam für alle User sind diese im Verzeichnis Share hinterlegt. Bei der Arbeit innerhalb von LibreOffice werden bei der Auswahl von Farbpaletten zusätzlich noch Benutzer definiert und Dokumentfarben als Auswahl angezeigt. Farbpalette-Datei vom Benutzer erstellt. Farbpaletten sind als Dateien hinterlegt und haben die Endung SOC. Vom Benutzer erstellte Farbpaletten werden im sogenannten Benutzerprofil von LibreOffice gespeichert. Unter Windows im Verzeichnis C:// Users Benutzername App Data Rooming LibreOffice 4 User Config. Um das Verzeichnis sehen zu können, geben wir im Window Explorer C:　AppData% ein. Somit kann jeder User am PC seine eigene Farbpalette kreieren. Eine neue Farbpalette erstellen. Eine neue Farbpalette können wir erstellen, indem wir die Standardfarbpalette unter anderem Namen erneut speichern. In den genannten Verzeichnissen kopieren wir die Datei StandardSOC im Verzeichnis Share und fügen sie im Verzeichnis User wieder ein. Wir geben der Datei einen neuen Namen, zum Beispiel MyPalette03. Die neue Farbpalette hat aber noch die identischen Farben wie die Standardfarbpalette. Um eigene Farben in der neuen Farbpalette anzulegen, müssen wir in der Datei die Farbwerte und Namen ändern. Wir können die Datei mit einem einfachen Texteditor öffnen und ändern. Unter Windows kann man den Editor verwenden. Wir klicken auf Start und scrollen bei den Apps nach unten bis zum Ordner Windows Zubehör. Im Ordner befindet sich der Editor. Wir öffnen die kopierte Datei im Editor. Es befinden sich in der Datei unter anderem Verarbeitungsbefehle. Dies sind einige Zeilen am Anfang und am Ende der Datei. Die Verarbeitungszeilen sind auf keinen Fall zu ändern. Und es befinden sich dazwischen viele Zeilen in der Datei nach folgendem Muster. Jede Zeile steht für eine Farbe in der Farbpalette. Geändert wird nur der Name der Farbe und der hexadezimale Code der Farbe. Beides muss miteinander korrespondieren. Wir sollten eindeutige Namen und Hexcode für die Farben vergeben. Beispiele für Farben finden Sie auf den verlinkten Webseiten. Siehe Anleitung. Wenn die Namen und der Hexcode für die gewünschten Farben feststehen, können die Werte in der geöffneten Datei überschrieben werden. Sind alle gewünschten Werte eingetragen, sollte die Datei spätestens jetzt gespeichert werden. Die neue Farbpalette steht erst in LibreOffice zur Auswahl bereit, wenn LibreOffice neu gestartet wird. Denken Sie daran, Ihre neu erstellte SOC-Datei zu sichern, das heißt, legen Sie spätestens jetzt ein Backup an. Eine Anleitung und weitergehende Informationen finden Sie unter